Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Und die Geste konnte ich jetzt nicht mehr ausführen, leider schade. Ja, wir sind wieder in der Kathedrale des Arschfeuers und guck mal da, da ist noch jemand. Moin. Der Chaoskater nämlich. Hi Chaoskater. Hallo. Ja, wir machen immer noch weiter. Es ist mitten in der Nacht, aber ich meine, who cares, morgen ist frei. Läuft. Wo ist die Ach, hier aus? War das. Okay. Hui! Wow, da ist was schon wieder verkackt, ne? Ich bin so napp. Visionen von Rache. Drückt das Vieh mich aufs Maul. Hinter dir ist auch noch ein Vieh übrigens. Aber da kriege ich zumindest hin. Bewusst, dass du den daneben Ich habe ihm den Hintern zerballert. Kater, lass mich doch lieber mit da sein. Ja, ich habe mich nur gerade. Ein Spuckel. Wow, wie die Hölle. Jetzt wäre ich fast noch gestorben wegen dem Buckler. Ne? Ich konnte den Angriff nämlich nicht mehr. Das ist nämlich auch. Das ist eine richtig geile Sache bei Lords of the Fallen. Du kannst zu jedem Zeitpunkt hinter dir ist was. Deinen Angriff beenden und abbrechen und auch dein Trinken beenden und abbrechen. Das geht hier. Oh, guck mal, hier ist ja noch was. Balustrade mit Arschritter. Ne, da habe ich ja keinen Bock drauf. Richtig, aber genau da müssen wir hin. Ich dachte es mir schon. Warum hast du mich so, Chaoskater? Warum hast du mich? Du konntest zu jedem Zeitpunkt deinen Angriff unterbrechen und wegrollen oder sonst irgendwas machen. Das war voll gut. Das war so, so geil, sage ich dir. Und da rechts ist noch ein Sklavenvieh. Ja, wir überspringen die jetzt aber hier. Wir brauchen nur den einen. Warum müssen wir... Nein, Kater, nein! Ich will nicht! Oh nein! Oh Gott! Wir rennen einfach an den vorbei, Gary, komm! Nein, ich kann nicht! Nein, ich... Ich sag doch, ich hatte ihn noch dummerweise... Oh, und der ist auch gestorben. Ist cool, du kriegst da so ein paar Seelen. Und du bist... Kater. Ich bin runtergehüpft. Warum? Weil, warum nicht? Weil ich eh wieder ans Leuchtfeuer müsste jetzt. Nein, musst du nicht. Ich bin doch oben. Aber da hätte ich nee, du hättest nicht mehr. Ja, aber du hättest doch Dings und nicht... Oh, egal, Leute. Was wollte ich sagen? Ja, du kannst jederzeit einen Angriff abbrechen und das ist geil bei Lords of the Fallen. So, dass ihr wisst. Wisst ihr Bescheid. So ein Kack. Ich kann das Gebiet jetzt eigentlich auch machen, ne? Während du Zeit brauchst, um mich zu beschwören, kann ich das schon mal ablaufen. Ich one-hitte die ja jetzt eh. Und ich weiß auch, wo sie kommen. Bei dir meinst du? Ja. Mhm. Da kann ich doch schon mal anfangen damit. Ich meine, warum nicht? Ist doch lustig. Wenn ich hier jetzt auch noch sterbe und dann alle Seelen verliere. Oh nein. Oh ja, so zum Beispiel. Oh, ey, sag mal, hast du mal eine Pause, mein Freund? Ey, das ist ja kacke, Mann, du Sack. Die haben... Ich hasse denen ihre 6 Millionen Kombos. Da könnte ich die schon wieder verschlagen, die Entwickler. Warum muss man so viele Kombos reinballern in das Spiel? Das kann mir mal bitte erklären. Ja, aber das war wirklich eine der absoluten Vorteile von Lords of the Fallen gegenüber Dark Souls. Und auch absolut realistisch, weil... Stell dir mal vor, du bist in einem Kampf... Und trinkst etwas, was dich wieder erfrischt, ja, was dafür sorgt, dass du besser kämpfst oder so. Und dir siehst gerade so, wie jemand eine Axt dir ins Gesicht hauen will. Was tust du? Weiter Dark Souls trinkst du natürlich weiter, weil klar, ich meine, macht Sinn. Aber kein normaler Mensch mit ein bisschen Verstand und dem Reaktionsvermögen, das ein bisschen besser ist als das eines toten Eichhörnchens, würde dies tun. Das macht absolut keinen Sinn. Ah ja, also... Absolut keinen Sinn. Kater, beschwörst du mich? Ja. Ist cool. Ja. Also wäre cool. Ich bin gerade wieder gestorben. Wirklich? Ja. Ich habe meine Seelen geholt und bin dabei. Oh, geil. Ah, ich wusste, dass hier noch so ein Sack kommt, ne? Ich hab's gewusst, ich bin ein Sklavenarsch. Hab ich den Hintern zerhackt, mein Freund. Das Gebiet finde ich genau wegen diesen Gegnern absolut, absolut furchtbar. Ja, es sind auch wieder solche typischen Arschgegner, die man nur hassen kann. Richtig. Ey, wie ich sie jetzt aber one-hitte, ne? Mit dem Langschwert schaffe ich das nicht. Und hier ist nichts. Warum geht man hier runter gerade so? Warum macht man das? Hier ist nichts. Wow. Geil. Ist einfach mal nichts. Da hinten ist aber was. Boah. Unglaublich. Aber Leute, cool, dann sehen wir ja ein bisschen was von dem Gebiet. Dann habe ich es ja doch gemacht. Das ist doch super. Onscreen. Das ist doch klasse. Hier sind sicher noch ein paar, ne? Hier hängt doch gleich... Ja, hängt schon wieder einer im Turm. Ich sehe es doch. Ich sehe den kleinen Affenarsch doch.
Da hängt aber keiner. Komm, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Da, danke schön. Und go. Wo liegt dein Symbol? Wo liegt dein Symbol? Tja, wieder doppelt vorher. Aber lass mich gerade noch das Item einsacken, bevor du mich beschwörst. Und da kommt wieder einer. Aber lässt, jetzt darfst du mich beschwören. Da kommt keiner? Ich hab doch einen gehört. Kann jetzt sein, dass hier, wo was ist, netter sind als da, wo nichts ist. Ah, die wollen einen so wegballern. Du kannst ruhig beschwören, ist cool. Ist cool. Mhm. Ich höre noch etwas, was mich ein bisschen. Okay, ich muss nur aufpassen, dass du mich so beschwörst, dass ich nicht gerade von drei Gegnern umzingelt bin oder so und dann hier auftauche und verpeile. Das wäre schlecht, ja. Okay. Ich höre jemanden stapfen, so ein Ritterarsch. Und noch ein Item. Leiche Zunge, die man nicht gebrauchen kann. Oh ja. Gegner ist tot. Sklavenkapuze schon wieder. Nee, die hatte ich noch gar nicht. Aber die hat der Dieb auch auf. Bin ich ein bisschen verdächtig. Ja. Ich bin immer noch nicht so sicher, ob das so klug war, dem diesen Knochending zu geben. Die hätten vielleicht lieber woanders eingesetzt oder so, wenn man das kann. Ich weiß es halt nicht. Yay, da sind wir wieder. Embrace the sun. Embrace the sun. Richtig. Umarme sie. Oh nein. Wow, das war knapp. Ich bin voll runtergeglitscht. Ich hasse Dark Souls für sowas. Das gab's, glaube ich, bei Lords of the Fallen auch überhaupt nicht. Oh Gott, wieso kommt der schon? Hast du Aggression Mod an? Nee, ja genau. Oh nein. Nein. Boah, guck mal, wie einfach weiter. Nein! Oh, du Arschkrampe, du Miese! Ey, das ist unglaublich, dieser Typ, ne? Und ja, der Pfeilschmeißer tötet mich jetzt. Ich werde gerade sterben. Ich muss unbedingt jetzt ein bisschen was trinken. Wow. Ey, bei den. Hier werde ich so weggeballert, ne? Ich krieg so viel geile Seelen, aber ich werde auch so weggeballert. Hammer. Aber für die Seelen lohnt sich's. Müssen wir echt wirklich wieder hier hin? So, ja, ich habe den Typen vorher jetzt ein bisschen da, von da weg gedacht, wo wir hin möchten. Ja, wir rennen jetzt einfach nach links. Einfach rüber. Ja, das ist rechts, Carter. Aber cool. Sorry, ja. Und jetzt hüpfen wir hier runter. Was? Ja, komm. Nein! Wirklich? Ja, der wollte nicht rollen, ich weiß nicht warum. Ich weiß doch nicht, wo ich hin muss. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Podest ist oder so. Ich bin einfach hier hinterher und der wollte nicht rollen, leider. Wo soll ich das denn wissen, Mann? Ich bin doch hier nicht, ne? Und so. Ach, Leute, kann ich nur noch um Stunden handeln, ist cool. Aber wir sehen immerhin mal was Neues. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, bestimmt. Mhm, ich sehe das. So, jetzt werde ich dann hier mal ein bisschen aufräumen. Da ist noch so ein kleiner Affenarsch. Aber nur für das hier ist jetzt auch nur für alle, die bezweifelt haben, dass wir in anderen Spielen besser sind als in Super Mario World. Hier ja, seht ihr es, sind wir nicht. So, nein. Leute, einfach nein. Wir sind immer so scheiße. Oh Gott, da hinten ist noch so ein Arsch. Da ist noch so ein Sklavenpenner. Oh, wirklich? Du kleines Arsch, du. Aber zum Glück seid ihr jetzt wenigstens One-Hits. Jetzt muss ich nur... Oh, da ist ja noch so ein Sklavenarsch. Wo kommst du denn her? Mann, bist du anstrengend. Okay, du bist tot. Da liegt noch was bei dem Penner mit dem Schwert. Ich will das haben, Carter. Ich will das haben. Wo bist du denn jetzt gerade? Auf der Balustrade. Okay, dann geh zu dem... Nein, ich werde das nicht machen, was du gemacht hast. 55.000 Seelen, Chef. Nein, geh am besten zu dem Typen... Oh nein, er kommt. Genau. Ich renn wieder raus. Ja, dann platziere ich hier draußen irgendwo dein Symbol. Ach so, ja, das kann ich machen. Stimmt, du hast recht. Ja, irgendwo weit hinten. Beim letzten Eingang von dem Ding. Ich will ihn trotzdem töten. Ich will da jetzt auch hin. Aber ich habe 55.000 Seelen. Ich sollte nicht. Ich sollte es nicht versuchen, hier irgendwas zu meistern. Ja, da unten ist was. Ich sehe das. Das Podest. Bin gespannt, was hier ist, Leute. Bin gespannt, was hier ist. Kann ich dich einfach so töten? Weil dann kann ich selber zu dem Podest hin. Nicht, dass ich es versuchen würde, solange ich so viel Seelen habe. Oh, ich kann ihn nicht anvisieren, das ist so dumm. Hier, ihre Reichweite ist genauso groß wie meine. Okay, ich hab ihn. Also ich könnte bei mir dahin. Vorausgesetzt, ich springe nicht zu dumm oder rolle nicht zu dumm. Deswegen werde ich es auf gar keinen Fall versuchen, aber ich hab ihn tot. Was ja, gut, soll das wenn... sein? Hm. Ah, so kommt man zu Patches. Ich seh's. Okay. Nein, das machen wir bei dir. Ich will das nicht machen. Okay.
Ich will das definitiv nicht machen. Also ja, will ich schon, aber erst will ich Patches, erst will ich meine Seelen ausgeben, weil ich habe 55.000 Seelen, Chef. Nee, das wird zu gefährlich. Das sind 2 Level wieder, fast 3 bald. Wenn ich auf 60.000 komme, sind sogar fast 3. Achtung hinter dir. Ja. Aber wie gesagt, ich fand deshalb Lords of the Fallen wegen so ein paar kleinen, wunderschönen Gameplay-Schmankerl, die weit besser sind als, also die das Spiel einfach besser machen. Fand ich es einfach klasse. Rennst du jetzt wieder durch? Nee, nee. Oh, renn doch vielleicht besser durch. Jetzt sterbe ich. Oder du stirbst einfach. Oh, okay, ich habe versucht, ihn abzulenken, aber... Hat nicht so ganz geklappt. Oh, ich habe ihn gebreakt beim Zauber. Das passiert selten. Egal, probieren wir halt nochmal. Ich meine, du verlierst halt nur 10.000 Seelen. Wer, ich? Ja. Wieso verliere ich 10.000 Seelen? Naja, weil du so viele wahrscheinlich mittlerweile dann mehrfach gesammelt hattest, als du dann gestorben bist. Ich habe gerade 109.000 Seelen verloren, Gary. What? Really? Hm? Oh, du bist wieder runtergesprungen, du Held, oder was? Nein, nein, aber ich bin gerade gestorben, deswegen liegen die jetzt da oben. Ach so, ja, die hast du noch nicht verloren. Ja. Aber das war eine Menge, ja, das war eine Menge. Für mich ein Level Up. Ja, eben, das ist eine Menge. Für mich ein Level Up eine ganz... Oh, warum ist da jetzt wieder einer? Wo kommst du her? Aber dann mach du das bei dir onscreen. Ich meine, du hast ja gesehen, wo du runterhüpfen musst. Ja, aber dann muss ich jetzt nochmal dahin. Nee, du musst es ja nicht jetzt gleich machen. Du kannst es ja... Du kannst ja auch erst leveln und alles. Ja, aber... Ja, dann muss ich ja wieder durch alle Gegner durch. Richtig. Okay, Leute, machen wir schnell. Ist mir jetzt egal, dann gehe ich halt schnell zum Feuerwehr und schreie in meine Seelen, dann kommen wir da locker hin, kein Problem. Ist ja nicht schwer. Machen wir schnell. Wollen wir dann den Boss noch machen in dem anderen Gebiet? Klar. Finde ich nicht super. Außerdem kriege ich jetzt 2 Level und das ist immer geil. Oh, da fühlt man sich so gut. Die Zauber sind eh kacke, die ich kaufen kann, deswegen kann ich ruhig alles verballern. Ich werde auf jeden Fall Intelligenz einmal skillen. Soll ich Zauberei skillen? Ne, ich will Vitalität haben. Da habe ich noch 14.000 Seelen übrig und brauche noch 8.000, um wieder aufzuleveln. Was ich ein bisschen scheiße finde, ehrlich gesagt. Habe ich 8.000? Ich habe 2 große Seelen eines unbekannten Reisen. Das kommt doch auf 8.000, oder? Hier alte Troller, sag mal, wie das sind. Nein, verkaufen. Nee, es sind 2x1.000. Scheiße. Ashen One. Bringt das gar nichts. Dann kaufen wir mal den Pyro-Lehrer leer, oder? Läuft. Ich habe übrigens auch noch die Finsterhand dabei, die soll ich auch mal nehmen. Ja, nehmen wir den Feuerball und den da und den Scheiß und den Scheiß und den Scheiß. Und dann sind meine Seelen weg. Obwohl, noch 1000 habe ich. War da noch was bei dem anderen Lehrer? Okay, perfekt. Und dem Pyro-Lehrer habe ich auch schon was gegeben und habe wieder nichts bekommen dafür, ne? Das ist so doof. Quecksilber oder Lichtschein? Lichtschein finde ich auch so kacke. Das ist ein Zauber, den will kein Mensch haben. Und kostet 20 FP. Wow. Nehmen wir als Quecksilber, ist cool. Promise to stay. Okay, ich bin dann fertig, Chaos-Kater. Ich werde dann jetzt da lang gehen und dann machen wir das schnell mal. Alles klar. Und das wird so geil, hast du gesagt? Ja, was heißt, es wird so geil, aber... Übrigens, sie ist neu, mit der muss ich gerade noch reden. Hello again. I have since heard a great deal about you. Since when? Ich habe dich nie gesehen. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. Ach, sie hätte beschwören können. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Wo? Wann? Blessing of the moon upon your journey. Möge der Mond eure Reise segnen, okay. Finstermondtreue. Du bist eine Finstermondtrolle? If you should acquire a blessing of the moon upon... Aha. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie rufen kann und wer sie überhaupt ist, aber ist cool, Leute. Ist cool. Ist es diese Cirrus, die auch am Schrein mal saß? Ich habe keine Ahnung, wer sie ist. Sie sitzt am Schrein, ja. Aber das ist so eine... Keine Ahnung, sie sitzt gegenüber der Level-Troller. So, übrigens, ja, dann ist das die. Okay. Warte, ich soll ihre Quest machen, glaube ich, hat Nadinchen gesagt. Deswegen soll ich auch nicht in den Pharons-Eid, glaube ich, weil dann verschwindet sie oder sowas war das. Ich glaube, das hat Nadinchen gesagt. Series oder so, soll ich die Questline machen?
Das heißt, ich muss sie beschwören, wenn sie so beschwören ist, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Und sie hat gesagt, ich soll die Questline machen, weil ich ja noch in den anderen Eid rein kann, in den ich gar nicht rein will, aber ist cool. Weil der eigentlich kacke ist. Die gehen mir zumindest die ganze Zeit voll auf den Sack, diese scheiß Wallbauer. Oh, gehen die mir auf den Zwirn, ne? Ich find's nur gut, wenn dann noch dazu irgendwelche anderen Phantome kommen, weil die hauen die nämlich auch gerne kaputt. Jeder haut die Wallbauer gerne kaputt. Das ist so geil, dann hauen die sich mal alle gegenseitig. Ich hau dann nochmal so mit so einer richtig schönen, weißt du, schönen Reichweitenwaffe rein und alle tot. Geil. Das ist so lustig. Obwohl, meistens ist es eher so, wenn sie ein goldenes Phantom sehen, dann fokussen alle das goldene Phantom. Bisschen dreckig, aber ich meine, ich kann es ja verstehen. Immer den, der dem Herrscher der Welt hilft. Richtig. Aber goldene Phantome werden auch über weiße Phantome gefokust. Fand ich auch irgendwie ein bisschen, ne? Bisschen arschig. Oh nein. What? Du Sackratte. Oh nein. Oh, jetzt hat er wieder seine Ultra... Ja, hat seine Ultra-Kombo ausgepackt, glaube ich. Was? Wieso hast du mich geschlagen? Das wäre der letzte Schlag gewesen. Mano. So eine Kacke, ey. Da komme ich noch nicht lang. Hier kommt gleich einer hoch, ne? Ja. Tot. Ich will nicht zu dem Schildtypi. Liegt bei dem Schildtypi noch was, Chaos Carter? Nicht, dass ich wüsste. Dann muss ich noch nicht töten, ne? Man könnte noch weiter nach links, aber warum? Ah, aber gut, dass man hier so zu Patches kommt. Das finde ich sehr, sehr cool. Da oben hängt doch wieder einer. Nein, hier hängt keiner. Okay. Hier kommt doch sonst nicht. Nein, hier kommt nur, wenn ich da runter gehe. Okay. Alter, die Feuerpfeile klingen, ne? Als ob sie mit der Balliste geschossen würden. Mhm. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Von der Größe her sind die Armbrüste, die da haben, Mikroballisten. Ne? Ja, ja, obwohl, aber Ballisten sind halt große Armbrüste, das soll ja auch so sein. Ja. Das ist ja ganz richtig, also das sind ja schwere Armbrüste eigentlich, eine Arbaleste. Ich meine sogar noch mehr, eigentlich sollte eine Arbaleste, glaube ich... Also ich glaube, den Ausdruck gibt es auch für Schusswaffen. Arbaleste. Deswegen hat mich das immer so ein bisschen verwundert. Ja, ich glaube, bei Pillars of Eternity gibt es die auch. Ich kann mir aber auch irren, dass sie ein bisschen anders heißen. Minimal. Bin ich jetzt gar nicht so sicher. Okay, gleich haben wir den Ritter wieder tot, hoffentlich. Ich hoffe, er kommt nicht angesprintet, weil sonst fein ich. Ich muss... Oh, okay, er kommt angesprintet. Ich kann nicht direkt zaubern, wenn ich wieder... Aua, 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 aua. Nicht wehtun. Ja, bitte nicht wehtun. Ah, jetzt sterbe ich fast. Wow, 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 wow! Alter, mach mal langsam! Wieso bist du so schnell hinter mir? Ist auch was Neues. Oh nein, hängt, es ruckelt, es ruckelt! Es ruckelt! Ich bin tot. Alter. Alter, geh mir weg! Geh mir weg! Du Miststück! Ich kann ihm nichts tun, ne? So, oh. Oh, da wirst du wahrscheinlich lachen, Chaoskarte, wenn du das jetzt gleich siehst, was ich hier getrieben habe für einen Scheiß. Ja, mal gespannt. Oh mein Gott. Ja, sorry übrigens, dass du jetzt gerade nichts siehst, aber... Ja, nicht. Ja. Oh nein, da unten ist wieder so eine Kleriker-Troller. Warum immer? Jedes Mal. Jedes Mal. Okay, und jetzt muss ich hier runterspringen und dann zu den hin? Und dann einfach weiterlaufen, wo der Weg dich hinführt. Und da ist eine fette Arschmade wieder. Diese hässlichen Viecher. Tot. Fette, tote Arschmade. Und da steht Patches, okay? Und was muss ich da jetzt machen? Wieso steht da Patches? Weil da Patches steht. Der redet jetzt wahrscheinlich mit mir. Oh Gott, hast du eine hässliche Nase, Junge. Okay, lass ihn mal reden. Ah? Yes, hello. I don't believe we've met. Mhm, wir kennen uns noch nicht. I'm ist Patches. Klar, du Arsch. Unbreakable Patches. Unbreakable? It seems to be unkindled. Do you have business with me? Ja, du weißt, wer ich bin. Soll ich das sagen? Ja, du weißt, wer ich bin. Ah, oh, yes, of course. It's coming back to me now. Mm-hmm. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Mm-hmm, the armor's doing. Regrettable, klar. Truly. Arsch. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right?
Oh, yes, es ist so ein Arsch, der Typ. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Kniefall habe ich bekommen. Ah, so bekommt man den. Oh, yes. Now, it wasn't me. But you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now. Mhm, jetzt will er sie einschleimen in der rostigen Münze. Wow. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Okay, ich kann bei ihm Sachen kaufen. Die Rüstung. Außerdem stand doch Patches bei dir auch da, sonst wüsstest du nicht, dass die Katharina-Rüstung verkauft. Für die ich übrigens jetzt nicht genug Seelen habe. Bist du, glaube ich, aber auf der falschen Seite runtergehüpft, Gary. Ach, hätte ich auf die andere gemusst. Mhm. Dann sag mir das doch. Du hast nur gesagt, hüpf runter. Aber das sind 7000 Seelen, die ich brauche. Dann nochmal 6500. Das sind 13,5. Und nochmal 5000 drauf. Das sind 18.000 Seelen brauche ich dafür. Okay, das merke ich mir. Ich hoffe, er bleibt jetzt hier stehen. Damit ich ihm die Rüstung wieder abkaufen kann und die wieder Siegwart geben kann. Okay, sonst hat er nur Mist, weil er verkauft Abfall für 200 Seelen. Dafür möchte ich ihn allein schon wieder schlagen, ne? Darf ich nicht mal so ein bisschen verhauen, den Penner? Aber ist ja nicht schlimm. Ich kann ja nochmal auf die andere Seite. Vor allem kann ich jetzt ja den Hebel ziehen. Und kann das Ding wieder hochmachen, wo er mich runtergeschmissen hat. Und das heißt, ich kann einfach wieder zurücklaufen, muss die Gegner gar nicht machen. Ich kann jetzt einfach durchlaufen. Richtig, oder kann so. Ich hier auf der anderen Seite noch lang? Nein, okay, das dachte ich mir fast. Ja, aber das Blöde ist... Ja, doch, ich hab... Ja, es ist noch genug Essensflakons, ist okay. Um mit der hässlichen Fettroller fertig zu werden, wird das hoffentlich noch reichen. Ich kann jetzt zaubern. Ich hasse die so sehr, die blöde Kuh, ne? Wow. Aber ja, jetzt komme ich auch viel einfacher und viel schneller zu ihm hin. Das ist gut. Ah, Moment mal. Jetzt bin ich ja hier. Wie komme ich denn jetzt... Nee, ich glaube, ich komme gar nicht so einfach dahin, wie ich gedacht habe. Du musst auf jeden Fall nochmal über den Balken. Ja, aber wie komme ich dahin? Wie komme ich denn jetzt da nochmal hoch? Unten am Leuchtfeuer in der... Ja, das ist der einzige Weg, ne? Richtig. Das ist natürlich kacke, weil da muss ich jetzt doch wieder Knochen benutzen. Ja, okay, dann nehmen wir gerade schnell Knochen und machen den ganzen Quatsch noch einmal. Leuchtfeuer letzten Rast. Zum Glück habe ich ja den Dings runtergeschmissen. Ich überziehe wieder ein bisschen Leute, damit wir noch ein bisschen was sehen. Aber hey, wir haben Patches gefunden. Das ist schon mal cool. Wir kommen einfacher zu ihm hin. Das ist auch cool. Ich habe meinen Crap wieder. Sehr gut. Dankeschön. Und jetzt gucken wir noch, was der Chaos-Kater so geil fand. Das hätte ich jetzt nämlich wirklich nicht gedacht. Also das mit Patches hätte ich vielleicht noch gefunden. Aber dass man da auf der anderen Seite noch runterspringen kann, das hätte ich jetzt... Ich hätte die Fettroller gesehen, das hätte mich nämlich schon davon abgehalten, da runter zu springen. Weil ich die einfach nicht abkann. Ich hab sie aber auch gehasst in meinem ersten Durchlauf, ich hasse die immer noch eigentlich. Ich glaube nicht, dass man aufhören kann, sie zu hassen, finde ich. Das ist richtig. Also das glaube ich einfach nicht, das kann mir keiner erzählen. Ich glaube, der einzige Moment, wo ich sie nicht hassen würde, wäre, wenn sie One-Hits wären. Ja. Das wird leider nicht passieren. Ja, ich fürchte es leider auch. Ja, jetzt die ganzen Typen hier wieder platt machen. Der Ritter macht mir ein bisschen Angst, weil die Balustrade, da kann man echt schlecht manövrieren. Man kann so schnell runterfallen. Mhm. Den Typen lasse ich jetzt auch da mal stehen. Wo ist der Kerl? Oh nein, der kommt ja raus. Warum kommt er denn da raus? Wow, und er springt mich an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Renn, Magier, renn. Okay, trink was. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht. Hä? Wo ist er hin? Steht der da noch? Wenn ja, ist er voll verdeckt durch diese... Ich sehe niemanden. Hä? Ich glaube, er ist runtergefallen und gestorben. Das war komisch. Er ist auf jeden Fall weg. Okay, cool, Leute, cool. Ist cool. Achso, du kommst ja hier auch noch, du kleiner Penner. Wieso kommt er da raus aus dieser kleinen Drecksnische? Wieder etwas, was mir nicht gefallen mag. War das so still gerade? Ach so, ich
Ja, ich. Nee, ja, du. Ist klar? Käse. Käse. Bestes Zeug. Oh, der springt selbst in den Tod, ist cool. Was ich auch ein bisschen Arsch finde, ist, dass die jetzt leichter das Schild umgehen können, die Gegner, ne? Ist das aufgefallen? Nicht unbedingt, ne? Wenn dich von rechts ein Pfeil trifft, wirst du immer getroffen, egal ob du das Schild oben hast oder nicht. Immer. Hm. Das war vorher nie der Fall. Das Schild hatte immer so einen 180 Grad anmarzenden Angle, an dem du nicht getroffen werden konntest vorne, wenn du wenigstens geblockt hast. Diesmal ist es wirklich aufs pure Schild. Anders als bei den Gegnern, weil die haben immer einen Block. Ganz egal, die müssen nicht mal das Schild hochheben und dann blocken immer. Noch etwas, was ich ziemlich Arsch finde. Oh nein. Und tot. Yes, sehr gut. Okay. Haben wir das wieder erledigt? Lässt was Schönes fallen? Natürlich nicht. Da hinten liegt immer noch was. Ich würde das... Weißt du was? Ich hole mir jetzt das da hinten noch. Ich versuch's zumindest, Leute. Denn wenn ich gerade schon mal hier bin, dann wird das letzte Mal sein, dass ich hier bin. Ich vertraue dem Chaos-Kader einfach mal, dass da hinten sonst nichts liegt. Kann ich dich töten? Ja, kann ich. Und... Komm schon. Der ist sehr langsam. Ja, dann. Wunderbar. Zauber for the win. I like it. Schlürfen noch einen. Und gesegneten Edelstein. Jetzt kann ich eine heilige Waffe machen. Wozu? Kannst du mir sagen, wozu, Chaoskater? Ich war so froh, dass heilige Waffen weg sind, weil sie so unsinnig sind. Das wirst du noch sehen, wozu. Oh Gott, I hate you. Wirklich? Es kommen wieder Skelette, die wieder aufstehen und so ein Scheiß. Da hab ich nichts weiter. Keinen Bock drauf, ne? Da hab ich echt keinen Bock drauf. Kein bisschen. Oh, you gotta be freaking kidding me, man. Wie soll ich denn da runterkommen, Carter? Kannst du mir das mal erzählen? Einfach auf die Plattform fallen lassen. Ja, aber von der Plattform aus. Wie soll ich denn dann dahin, wo die Kleriker drunter ist? Das klappt doch nie. Du bist, glaube ich, schon wieder auf der falschen Seite unterwegs. Nein, das ist da, wo du runtergerollt bist. Die Plattform, da stehe ich jetzt. Ja, dann ist rechts eine Treppe. Ja, beziehungsweise, nee, du musst geradeaus, da ist so ein Holzbalkon unter der Plattform. Ja, da war ich doch eben drauf. Das war doch da, wo Patches ist, Chef. Ich dachte, ich müsste auf die andere Seite. Aber da komme ich nie hin, das kannst du vergessen, das wird nix. Ich muss echt, das war doch da, wo ich war, da war doch bei Patches, Mensch. Ja. Da ist sonst nix. Da ist diese fette Arschmade, die mit irgendwelchen Heiligzaubern um sich ballert. Und da ist Patches und da ist ein Hebel. Mehr ist da in dem Gebiet nicht. Leute, ich bin ratlos. Ihr auch? Ich hoffe, ihr nicht. Und mich beballert gerade so ein Arsch, weil ich immer noch auf dieser Plattform weiter oben stehe, weil ich mich nicht traue, runterzuspringen, wo du dann doch sagst, nee, du musst rechts hin. Ich bin da auf die Plattform gesprungen, wo du auch runtergesprungen bist. So, da stehe ich jetzt. Und eben bin ich runter auf diese Holzplattform. Mhm. Und dann ist da die Treppe, die da hinführt, wo dann Patches steht. Links steht dann Patches. Dann bin ich einfach falsch informiert, weil bei mir stand er da nie. Hast du Sigvard geholfen mit dem Feuervieh? Ja, natürlich. Sonst wird er wahrscheinlich auch nicht da stehen, schätze ich. Ja, aber was soll denn da sonst sein? Sag's mir einfach, ist doch wurscht. Ich geh jetzt nochmal da runter. Damit der Typ nicht mehr anballert die ganze Zeit. Dann töten wir einfach nochmal die Arschmade und dann ist gut. Du bist jetzt bei dieser fetten Tulle auf der Plattform. Nein, eben nicht. Ich komm nicht zu der Tulle. Das hab ich doch gesagt. Ah, hier ist noch eine Treppe hoch. Ach so, Moment. Die habe ich eben überhaupt nicht gesehen. Sorry, Leute. Das hätten wir alles schon viel früher abhandeln können. Okay, okay. Nehmen alles zurück. Oh, noch eine fette Arschmade. Ach, hier ist so einer wieder runtergefallen. Und der andere redet wahrscheinlich mit mir, weil er mich noch nicht angreift. Genau, du bist bei der Zauber, bei dem Zauberfritz. Ja, hier sind überall Zauber-Arschmaden. Geht denn nicht noch eine Arschmade? Nee. Oh, wir sind. Oh mein Gott, sind hier viele Arschmaden! Oh mein Gott! Alter, sind das viele! Ja, das ist alles voll mit Arschmaden. Ey, sag mal. Ich will die Entwickler nicht beleidigen, so würde ich ja sagen. Überall Entwickler, aber. Die haben irgendwie was für Arschmagen, oder? Und schaut euch die Viecher mal an, Leute. Die sind ja abartig. Ja, die sind schon ganz schön eklig. Ja, so eine kam ja auch mal runtergefallen, wenn man beim Riesen ging, ne? Zu dem Riesen. Richtig.
Ach, die hingen da oben alle an der Wand. Okay, ich dachte schon, hier wäre noch was. Ach, hier ist die Tür. Okay, hier ist die Tür. Und hier ist jetzt eine Arschmade, die wahrscheinlich nett ist. Freund? Nee, nee, die ist nicht nett. Ich kann mit ihm aber nicht reden. Kannst du aber umbringen. Der macht auch nichts. Ja, und was soll das? Ja, kannst du ihn leben lassen oder auch nicht. Macht das einen Unterschied? Keine Ahnung. Also ich habe ihn getötet und es ist nichts passiert bei mir. Goodbye, du hässliche Arschmade. Ah, einen roten Symbol Speckstein bekommt man dadurch. Okay. Cool. Okay. Den bekommt man wohl sonst nicht. Ja, jetzt kann ich mich invasieren lassen, also Duelle. Und jetzt die Tür öffnen, sagst du? Richtig. Bin gespannt, Leute. Da hab ich ganz schön gehypt jetzt darauf. Das muss jetzt das Geilste sein, was ich jemals gesehen habe bei Dark Souls. Ein Leuchtfeuer. Das ist nicht ganz das Geilste, was ich jemals gesehen habe, aber... Sieht schon mal cool aus. Aha, eine alte Kapelle. Mit Kinderbettchen. Und eine fette Arschmade schon wieder. Mein Gott, überall diese Arschmade. Das ist ja schlimm. Okay. Liegt was? Der Dawn Crab. Oh toll, die Rüstung habe ich schon immer gemocht. Bist du eklig, du hässliche Truller. Du hast eine Arschmade irgendwo am Schoß. Was soll denn das? Sind das deine Kinderchen? Oh, bist du abartig. Hallo, lass uns mit dir reden. Nein, nicht Blutfleck berühren. Kann ich mit dir reden? Hier. Wow, Rosaria, Mutter der Wiedergeburt. Das sieht ja aus wie Mutter der Nachgeburt. Das ist ja abartig. Boah, und warum soll ich jetzt mit den Eid leisten? Das ist doch hier so ein PvP-Scheiß wieder, oder? Nein, bei ihr kannst du umskillen und dein Aussehen ändern. Ah, umskillen. Aussehen ändern auch? Ja, Aussehen ändern auch. Aber dann muss ich trotzdem mir ein Eid leisten. Ja, aber das macht ja nichts. Also, ich will ihn aber nicht leisten. Ja gut, dann kannst du nicht umskillen, ne? Musst du dir überlegen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich weiß nicht, inwieweit das diese Questline von Cirrus beeinflusst. Eben, ich lasse es mal. Wenn mir der Dienstchen sagt, ist okay, dann mache ich das mal, Leute. Dann gucken wir uns das mal an. Aber ja, schön. Da war das also. Ja, sehr weil strange. Du ja so unzufrieden warst mit deiner Magieskillung. Deswegen dachte ich. Ne? Ja, ich war so unzufrieden, weil From Software die total versaut hat, dass es gar nicht mehr möglich ist, habe ich so das Gefühl. Oder einem, dass die ganzen Nahkämpfer es einem versaut haben, dass es noch viel ekliger wird dadurch, was ich ziemlich penetrant finde, aber ja, egal. Wollen wir Alter Wolf von Pharaon da weitermachen und dann den Boss legen? Sicher. Aber das machen wir beim nächsten Mal, Leute. War jetzt nicht so das Geilste, was ich jemals gesehen habe bei Dark Souls, aber war schon nett. Das habe ich auch nicht versprochen. Mutter der Nachgeburt mal zu treffen. Ich meine, man muss ja jetzt auch mal wissen, woher die immer kommt. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Dark Souls. Und wenn wir den Wolf da mal ein bisschen zusammenhauen. Nee, den Boss, der da gleich kommt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist ja auch ein Wolf, dann können wir den auch ein bisschen verhauen, aber. Eigentlich ist der Wolf ganz hübsch. Aber er sieht irgendwie so mit dem Textur fehlen. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüssi.